Willkommen zurück hier bei Pokémon Y. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, ist die Musik. Ich finde die irgendwie richtig nice hier gerade. So eine richtige Kämpfermusik. Könnte glatt als Arena-Titel durchgehen, aber okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier drin war ich ja mal schon, oder? Was ist das denn? Ups, da rechts war was. So, das Viech ist nicht so interessant, deswegen setze ich mal erstmal Flucht ein. Joa, und tschüss. Oh, Grammokless erreicht gleich noch ein Level, sehe ich gerade. Ja, genau, möchte ich. Komm, Glurak, mach das mal weg hier. Bäm. Sehr schön. Da ist ein Pokéball. Okay, das sieht hier ziemlich stark nach einem Haus aus. Was? Das war mal vielleicht ein Haus. Jetzt nicht mehr. So, zurück. Okay. Da ist eine Kleine. Die werden wir auf jeden Fall besiegen. Du hältst Feen bestimmt auch für niedlich und süß. Ich werde dir zeigen, dass es auch anders geht. Ja. Gegen die haben wir im letzten Part schon mal gekämpft. Im Duo-Kampf. Also noch so eine Hexe war auch dabei. Das Viech will ich mir auf jeden Fall mal fangen. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Sieht wie ein Hamster aus, oder? Dieser Gedöns da. Sieht wie ein kleines Hamsterviech aus. So, Heimzahlung, mein Freund. Ich zahle dir alles heim. Naja. Komm. Bäh. Ja gut. Ich bin auch kein One-Hitter. Das liegt daran nur Levelunterschied. 36 gegen 37. Wie soll man da One-Hitten? Wow, was ist mit dir los? So, ich muss jetzt wechseln. Sonst verrecke ich. Beziehungsweise, ne, ich setze einen Hypertrank ein. Verliere dabei einen Zug, aber ist mir Latte. Was ist hier jetzt los? Hier, okay, gut. Okay, einsetzen. So, jetzt müsste ich wieder topfit sein. Dann noch einen Schlag machen, dann passt das. Boah, das zieht. Nein! Wow. Das Ding zieht ja sowas von viel ab. Das ist nicht mehr normal. Ich habe jetzt mit 1 KP überlebt. 1 KP! Das liegt aber auch daran, dass das, sag ich mal, Feen-Pokémon sind. Also das auf jeden Fall. Das davor weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube doch, die hat ja vom Feen-Pokémon gesprochen. Und ja, ist ja klar. Unlicht gegen Fee. Tja. Dann passiert sowas auch. So, dann setzen wir mal was anderes ein. Komm, Quaiote, du warst ziemlich lange nicht am Start. Das ist eine sehr schlechte Kombination, Unlicht gegen... Oh, ich bin so blöd. Quaiote ist ja auch Unlicht. Oh je. Das ist ein Wasser-Pokémon mit... Ja, Wasser-Unlicht-Pokémon ist das, deswegen... Oje, ich bin ja richtig verpeilt gerade. So, Glurak, rein. Habe ich jetzt echt vergessen, total. So, okay, gut, hier ist es. Naja. Anziehung. Juckt das? Oh, da fällst du noch drauf ein. Verdammtes Glurak. So, Flammenwurf erstmal. Komm, Flammenwurf, mach jetzt. Och, nö. Okay, der Gegner ist schon ein bisschen... Krass, muss ich echt zugeben. Und wenn die mein Glurak noch besiegen, dann ist das richtig, dann ist das eine Katastrophe, so. Oh je. Da ziehe ich ja kaum was ab. Okay, die selber auch nicht. Ja, was setzen wir da ein? Komega-Entwicklung und Flammenwurf. Jetzt machen wir einen kurzen Prozess hier, Mega-Glurak. Ich will mich ja lange nicht aufhalten. So, jetzt. Oh je. Ah, Glurak. Du enttäuscht mich jetzt gerade hier so ein bisschen. So, jetzt endlich. Ja, tschüss. Gut. Weiter geht's.
Duoclass Level 37 setzt wieder dasselbe Pokémon ein, aber ich bleib jetzt hier, weil das ist ja gerade mal 1 KP. Ist das nichts? Jetzt schauen wir mal zu Trümmer rein. Und das war's. Passt. Und tschüss. Tut mir leid, kleines Ding. Und Level erreicht. 49. Wow. Bald 50. Nicht schlecht, der Specht. So. Nee, kein Bock auf Lichtschild. Wir können da beibehalten. Ja. Genau. Tschüss. Okay, das war jetzt ein etwas härterer Kampf. Aber es lag daran wieder... Ja, gegen Feen-Pokémon bin ich ein bisschen, sag ich mal, schwach, habe ich bemerkt. Weil die Arena-Leiterin vorhin war ja auch auf Feen-Pokémon spezialisiert. Und ja, da sah ich auch nicht so gut aus. Die machen schon gut Schaden, muss ich echt sagen. So. Wo ist das? Das ist kacke, wenn ich hier suchen muss, ganze Zeit... So, Moment. Bin ich Banane oder so? Hier. Oje, oje. Manchmal bin ich echt blind. So, okay, gut. Passt. Glurak bekommt auch... Nein! Glurak bekommt auch eine Portion. Und Quajutsu auch. Dann passt es. Dieser Flo ist leider besiegt worden, aber macht ja nichts. Ich denke mal, gleich kommt auch eine Stadt und dann passt das eigentlich schon. So, hier unten geht's weiter. Hier ist was bestimmt, oder? Nichts! Shit. Fake. Hier oben ist ja auch was. Du bist wohl auch seinen Ruf hierher gefolgt. Was? Welchen Ruf? Von was redet die denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist wieder so eine Hexe. Die setzt wieder dieselben Pokémon, denke ich mal, ein. So, mein Freund. Da ist Englisch mal rot. So sieht das aus, wenn ich nichts mehr einsetzen kann. So, dann machen wir erstmal... Joa, Zornklinge. Wieso ist Zornklinge eine Käferattacke? Verstehe ich nicht. Das ist ziemlich seltsam. Keine Ahnung. Was? War das? Oh je, oh je. Also mein Duoclass muss unbedingt weiterleveln, das geht ja mal gar nicht. Das hält ja gar nichts aus. Absolut gar nichts. One-Hit, tschüss, weg. Das war jetzt krass. So. Ich weiß nicht, was für ein Typ das Viech davon hat. Aber ich denke mal Unlicht oder irgendwie sowas. Nee, war nicht Unlicht. So. Psycho Plus. Das habe ich ja noch nicht gesehen, wie das aussieht. So, okay. Und wir machen nochmal Mondgewalt. Ja, die Attacke ist richtig nice. Also da kann man echt nichts verkehrt machen mit der Attacke. Die macht sehr schön Schaden, wenn das Pokémon selber auch, sag ich mal, gut trainiert ist. Und ja, ist ganz fein. Viele mögen diese Weiterentwicklung von der... von Evoli nicht, also diese Feenentwicklung. Ich weiß nicht warum, aber es gibt wiederum sehr viele, die mögen die auch. Und ja, ich finde die eigentlich allgemein so, ja, nicht schlecht. Ich war nie der Evoli-Spieler, also auch die Weiterentwicklung von davon, war ich nie der Spieler davon. Ich weiß nicht, hat mich nie interessiert so. Ich war immer, ja, Hauptsache legendäre Pokémon-Team oder so ein Kram. Ja, später kommt ja noch zwei Stück, ne, Mew. Mewtwo kann ich ja noch fangen und das X, Y-Viech kann ich ja noch fangen. Ja, bin mal gespannt. So, jetzt geht's hier runter. Ist das ein Dungeon hier, oder was? Krass. Das ist hier ein Dungeon. Hotelruine, okay. Hallo? Ich bin hergedüst, weil mir Gerüchte über eine Super-Skater zu Ohren gekommen sind. Als Rollerskater habe ich wohl noch einiges zu lernen. Kann sein. Aber irgendwie verstehe ich das jetzt hier nicht. Die kämpfen mit mir jetzt nicht. Bei einem Kampf gegen Kinder zeige ich erst recht keine Gnade. Hä? Achso, man muss sie sogar jetzt ansprechen. Du bist ja mal sowas von cool, Punker.
So, Punker, zeig mal, was du drauf hast. Oh, eine Weiterentwicklung. Okay. So. Machen wir hier mal einen schnellen Prozess, Glurak, würde ich mal sagen. Ich will mich da hier nicht lange aufhalten. Wäre ich jetzt nicht hochgelaufen, hätte ich das diesen Raum hier gar nicht gesehen, ne? Also diese Hütte, diese Ruine oder sonst was, was das hier ist. So, Flammenwurf erstmal. Sehr schön. Und tschüss. Ich lässt dich nicht mal angreifen. Punker. So, setz nächstes Pokémon ein. Ich bleib so. Oh, das ist doch eine schöne Kombination. One-Hit, tschüss. Ja, hätte er was gemacht, dann würde ich echt schlecht aussehen, aber ich war zuerst dran. Dankeschön. Nee, ich bleib dabei. So, und Flammenwurf. Boah, ja, das Glurak ist einfach nur der Hammer. Ja, ich bin aber noch immer der Fan von X-Glurak. Ich habe noch leider keinen Tauschpartner gefunden, der mir gerne sein X-Stein da gegen meinen Y-Stein zum Beispiel tauschen würde. Ja, kann ich leider auch nichts machen. Würde ich aber gern schon mal spielen. Ey, wie komme ich da rüber? Da komme ich jetzt nicht rüber. Was ist denn das? Ach so. Nee, das ist... Hä? Kam da jetzt aus dem Eimer was raus, oder? Ist hier auch so, sag ich mal, hohes Gras unterwegs. So, ne, auf dich habe ich jetzt... Ich weiß nicht. Das Ding sieht schon sehr nice aus. So, erstmal Flucht. Kein Bock auf dich. Okay, gut. Doch nicht. So. Du siehst ja sehr, sehr, sehr... Keine Ahnung. Anders aus als die anderen Trainer. Ach, ist schon wieder so eine Punkerin, okay. Erstmal ein Punk, jetzt eine Punkerin. Also ist das hier die Gruft. Jute Gruft hier. So. Sie setzt jetzt, glaube ich, Arbok ein, hat er ja gesagt. Und... Wibbitis. So, mein Freund. Drachenwut. Bam, 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 bam. Willkommen zurück, Mega Glurak. Gib mal Gras. Oh. So, jetzt. Oh. Oh, das hat nicht viel abgezogen. Na gut, die Attacke ist ja auch nicht so stark, ne? Drachenwut, ich weiß nicht. Nicht so der Brüller. Was ich mich frage, ist Glurak jetzt nur ein Feuer-Pokémon oder auch Drachefeuer? Theoretisch müsste es ja ein Drache sein auch, ne? Jetzt setzt er immer einen Drachen... Attacken ein und auch, sag ich mal, sieht es aus wie ein Drache. Was? Kenne ich gar nicht. Mal gucken, was das ist. Sondersensor. Muss ich erstmal mir anschauen. Eine Psychoattacke. Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. Apropos besondere Kraft. Ach so, ich wollte gerade sagen, wo ist meine Doppelgänger-Technik? So, Aquawelle, Surfer, ich setz das mal, ja komm. Ja, ja, vergessen, genau, ich mach mal Wasserschuriken raus, das war ja nichts, also ganz ehrlich, das war ja gar nichts. Hat kaum wehgetan. Und ja, wenn man Glück hat, hat man 5 Mal hintereinander, sag ich mal, das Viech getroffen. Wenn nicht, tja, dann hat man halt Pech. So, Pokémon wechseln, gerne, denn ich will mal sehen, wie die Attacke dann auch aussieht. So, rein mit dir, raus mit dir, rein mit dir, raus mit dir. So, du Zungenmensch hier. Guayotsu, Arbok. So, wir treten gegen den jetzt mal an. Und ich setze mal die neue Attacke hier ein. Wow. What the fuck, was war das denn? Das war richtig jetzt nice. Gar nicht mal so schlecht, die Attacke. Sehr schön. Ja, ja, ja. Schönen Tag noch. Wünsche dir auch und tschüss. Überall Bücher auf dem Boden. Hier ist ein Pokéball.
Rauchball, her damit. Na, also hier wohnen würde ich nicht. Hä, mir ist zu. Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier. Wow. Zweierkampf. Wir bringen sie schon noch zum Erblühen. Die Blumen des Bösen. Wir rebellieren gegen alles und jeden. Das ist eben unser Leben. So, so. So, so. Jetzt gegen beide trete ich hier an. Erstmal getrennt, jetzt dachten die, ja, keine Chance. Jetzt schicken wir uns beide in den Kampf hier. Aber ich kann ja auch zwei Pokémon auswählen, von daher sehr schön. Das Pokémon ganz rechts ist die Weiterentwicklung von Panpan. Von Panpan habe ich leider jetzt nicht gefangen. Wollte ich unbedingt irgendwann mal fangen, kam ich nicht dazu. War auf der Route 5 zu finden, ja. Irgendwann, wenn ich mal vorbeilatsche, da ist es, werde ich es mir auf jeden Fall mal fangen. So, aber nicht ins Team packen. So, ja, Feuerwurf, machen wir hier mal eine Mega-Entwicklung, genau. Auf das Viech. Das Viech sieht doch sehr stark hier nach dieses, ach, wie hieß das Viech da nochmal? Ach, von Nintendo, das eine Viech da. Oh, ich habe den Namen jetzt vergessen. Davon gab es auch einen Anime-Film. Habe ich jetzt vergessen. Maskottchen von Nintendo. Keine Ahnung, wie das Viech da hieß. Kein Plan. Hauptsache, kenne ich. Sieht so ein bisschen ähnlich aus. Also fast so ähnlich. Ich weiß nicht. Aber es ist down. Tschüss. Und tschüss. Ach so. Level. Oh, 50. Nice. Das erste Pokémon auf 50. Was ich in meinem Team habe. Und Mondgeweih. Das ist doch eine sehr schöne Kombination hier, die beiden. Richtige One-Hit-Killer. Und beide schon tot. Ja, sehr schön. Tja, das war's mit euch, ne? Jo, hier unten geht's leider nicht. Die versperren mir den Weg. Hier oben geht's auch nicht. Hier geht's auch nicht. Was? Okay, da war ein Pokémon drin versteckt. Ich wusste, dass mit den Eimern irgendwas faul ist. Okay, das Viech fange ich jetzt, weil ich die jetzt Weiterentwicklung gesehen habe. Deswegen werde ich es auf jeden Fall fangen. Das Problem ist, Glurak ist einfach viel zu stark für das Viech. Deswegen muss ich erstmal hier wechseln und setze mal Pikachu. Bis zurzeit jetzt das schwächste vorhandene Pokémon, was nicht tot ist. Außer Grammokless, das ist ja jetzt leider tot. So, ja. Das zieht schon ein bisschen ab, ne? Ladungsstoß machen wir. Nein! Boah, das passt. Gut, dann setzen wir dann auch einen Hyperball ein. Hyper, komm. Passt schon. Ich greife mich nicht die ganze Zeit an. So, Bälle. Hallo? Und einsetzen. Komm, ich krieg dich. Ich muss echt aufpassen, dass ich keinen Meisterball einsetze. Da habe ich echt ein großes Problem. Dankeschön. So, geht doch. Wie groß ist das Viech? Ah, 0,6, okay, gut. Gift, Status, Typ, Gift. Nein, brauche ich nicht. Und ab auf die Box mit dir. So, die nette Dame will bestimmt gegen uns kämpfen, oder? Hallo? Ja, komm. Will ich nicht. Aber er. Du meine Güte, Kindchen. Mehr Tricks hast du nicht auf Lager? Wenn du unseren Boss treffen willst, musst du schon früher aufstehen. Was? Ja, wie soll das... Ich hab doch alle besiegt. Wow, das will ich mir auf jeden Fall fangen. Das habe ich ja gesagt, das sieht sehr interessant aus, so ein Schlüsselbund. So, aber wieder muss ich das Pokémon wechseln. Glurak ist einfach viel zu stark dafür. So, Pikachu, wieder im Einsatz. Ja, Mist, warum komme ich da jetzt nicht durch? Bin ich zu schwach oder habe ich was übersehen? So, muss ich jetzt mal gleich gucken. Yeah.
Wow, 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 wow. Freundchen. So, Ladungsschuss nochmal. Ich denke mal, es wird nicht down gehen, ne? Oder? Komm, ein bisschen muss es noch haben. Nein, keine perfekte. Nein, nein. Oh. Oh, ich würde sagen, keine perfekte Attacke, bitte. Und dann ist es auch so. Gut. Beutel, Bälle. Selbes Spiel nochmal. Meisterball ganz unten. Hyperball ganz oben. Und einsetzen. Komm. Ich habe dich so oder so gefangen. Was? Komm. Oh je, oh je. Ich werde sterben, ne? Ja. War ja klar. Aber ich werde es auf jeden Fall mal fangen. So, Vio einsetzen. Vio bewegt sich nicht mehr, ne? Das liegt daran, dass ich jetzt nicht bei Pokémon Army weiter trainiert habe. Muss ich echt mal weitermachen. War mir auch nicht bewusst, dass man diesen Status irgendwie verlieren kann, ne? So. Ey, willst du mich veräppeln hier oder so? Ich kann dich nicht mal mehr angreifen. Denn mit einem Schlag wärst du dann sofort down. So, noch einmal. Komm, jetzt muss es gehen. Ja, perfekt. Klavion wurde gefangen. Immerhin. So, mir macht aber ein bisschen 0,2 Meter. Den kann ich den Typen das auch zeigen, ne? Also der wollte ja unbedingt kleine Pokémon-Viecher sehen. Nö, brauch ich nicht. So, aber ich frag mich jetzt, was habe ich hier übersehen, ne? Der lässt mich da jetzt nicht durch. Ich habe irgendwas übersehen. Der lässt mich ja auch hier nicht durch, Mann. Geh doch mal weg. Oh, jetzt ein Pokémon-Kampf wieder. Ah, hier findet man den ganzen Schrott, sag ich mal. So, Lichtel, ich habe keinen Bock auf dich. Tschüss. Gibt es von Lichtel eine Weiterentwicklung? Ich denke mal schon, so ein Kerzenständer dann, ne? So, ah, hier geht's weiter. Naja, aber doch irgendwie nicht. So. Aber jetzt kommen die ein bisschen häufiger. Magneton, nicht mal die Erst-Vorstufe, sondern direkt hier Magneton. So, ich setze mal Feuerzahn ein. Oh, perfekt! Perfekt, Glurak! Jetzt kann ich es fangen. Besser geht's nicht, echt. So, Beutel. Manchmal geht's echt gut. So. Jetzt, wenn es noch beim ersten Mal klappen würde, wäre es noch besser. Und perfekt, so muss er sein. Und nicht anders. Ja, ja, ja. Danke, danke, danke. 1 Meter, okay. Nee, brauch ich nicht. Passt. So, ich würde aber erstmal sagen, ich mache eine Aufnahmepause und schau mir den nächsten, also beim nächsten Part muss ich mir mal Gedanken machen, wo ich hier überhaupt hängen bleibe, weil irgendwie komme ich da oben jetzt nicht raus und ja, der lässt mich einfach nicht durch, der Punker und ja, da würde ich mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und ja, bis zur nächsten Folge, euer Sakatiess.